Ich komme eigentlich gar nicht aus dem Keller, ich komme ja eigentlich aus Schlesien. Ich bin ja Jungschlesier. Ich komme aus Boblowitz. Das liegt zwischen Holleschitz und Machowitz, Dirchowitz, Wejowitz, Katowitz, Brekowitz, Dirchowitz, Sliwowitz. Witzijejejend, sagen wir. Wir sagen Witzijejejend. Und weil wir Witz haben, haben wir festgestellt, dieser Thebarts van Elst sieht aus wie Gollum. Lassen wir das. Ich möchte aufmerksam machen auf, ich habe neulich die Nachrichten angeguckt, so geguckt, weißt du, und da stand an Platz 1, dass der Dieter Hildebrand gestorben ist. Und die zweite Meldung war, noch nie so viel Waffen nach Saudi-Arabien und Katar geliefert. Das hätte den Dieter wütend gemacht und uns macht das natürlich nach wie vor wütend. Ihn kann es nicht mehr wütend machen. Und warum kriegen die diese Waffen? Nicht, zu was soll das gut sein? Es reicht doch schon, dass der unbestechliche Josef Blatter diesen Kataris eine WM in den Arsch geblasen hat. Ja? Und nun wissen wir ja auch, wer die... Moment! Die Stadien mit diesen unerträglichen Arbeitsbedingungen werden gebaut von einem Architekten, der heißt Albert Speer. Also man kann dem Mann viel vorwerfen, nicht, dass er Antisemit ist, aber zur Zwangsarbeit scheint er natürlich ein lockeres Verhältnis. Nein, das wollen wir gar nicht zu Ende denken. Die Waffen, die dahin geliefert werden, kommen von Firmen, die heißen jetzt Krauss Maffei oder Rheinmetall, früher als die Deutschen noch ehrlich waren. Da hieß das Reichswerke Hermann Göring. Wir können uns über vieles beklagen, nicht aber an mangelnder Kontinuität. Und jetzt kommt's. Jetzt gab es eine Anfrage im Parlament, wodurch diese Waffenlieferungen überhaupt legitimiert sind. Und da sagte dieser berühmte christliche Philosoph, ihr kennt ihn alle, der neue Frontsänger von den Toten Hosen, Volker Kauder. Volker Kauder sagte, deutsche Interessen und deutsche Werte sind nicht immer deckungsgleich. Herzlichen Dank. Man kann eigentlich sagen, nur weil eine Stimme in diesem Land verstummt ist, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass die Arschlöcher weniger werden. In diesem Sinne möchte ich singen. In diesem Sinne möchte ich singen im Angesicht des schlesischen Gebetsteppichs. Ein Abschiedslied für einen meiner Lieblingsschlesier, Dieter Hildebrand. Hinterm Himmel warten Raum und Zeit. Für jeden ist es irgendwann soweit. Leben, das ist lebenslänglich, doch das Ende unumgänglich. Und dann will uns der Sensenmann ans Fell. Egal wie man es schraubt oder auch dreht, man geht. Jeder geht auf seine Weise, jeder geht mal auf die Reise. Und meistens ist es doch zu schnell. Ohne Bücher, Schreibmaschine, keine Proben, null Routine und ohne Gepäck weg. Wirf die Augen in den Himmel. Reite auf dem schnellsten Schimmel den nächsten besten Regenbogen rauf. Der Globus quietscht und eiert, es hat sich ausgefeiert. Lass der alten Kugel ihren Lauf. Weitermachen und andere werden weiterlachen. Bunt ist die Welt, das Leben macht uns auch Spaß.
Arschlöcher wird's immer geben und Nachwuchs gibt's en masse. Man geht zusammen wie zwei verschiedene Schuhe. Andere singen auch, andere lachen auch, aber leiser als du. Andere singen auch, andere schreien auch, aber leiser als du.